Moin! Ein Pucksack ist ein tolles Nähprojekt für Nähanfänger und eine besonders schöne Geschenkidee zur Geburt. In dieser Anleitung nähen wir einen Pucksack aus Baumwolljersey. Je nach Jahreszeit kannst du deinen Pucksack aber auch aus einem kuscheligen Niki- oder Sweatstoff nähen. Er ist geeignet für Babys bis etwa 6 Monate. Nimm dir deine beiden Außensackzuschnitte zur Hand und lege diese rechts auf rechts. Stecke dir die Stoffkanten bis auf die obere Kante mit Stecknadeln oder Klämmchen fest und nähe sie anschließend mit einem elastischen Stich zusammen. Das kannst du sowohl mit einer Overlock-Maschine machen, als auch mit einer handelsüblichen Nähmaschine. Stelle bei der Nähmaschine einfach einen Zickzackstich ein. Auf diese Weise nähst du auch den Innensack. Achte hier auf eine 10 cm große Wendeöffnung. Nimm dir das Bündchen zur Hand, lege dieses rechts auf rechts und stecke die Stoffkanten mit Stecknadeln oder Stoffklemmchen fest. Nähe das Bündchen anschließend mit einem elastischen Stich zu einem Ring zusammen. Bügele die Nahtzugaben sorgfältig auseinander. Falte jetzt das Bündchen der Länge nach, dabei liegt die linke Stoffseite innen. Teile anschließend das Bündchen, ausgehend von der Bündchennaht, in 4 gleich große Teile und markiere diese Punkte mit Klammern oder Stecknadeln. Nimm dir deine vorbereiteten Strampelsäcke zur Hand und teile die obere Kante auf die gleiche Weise wie dein Bündchen in 4 gleich große Teile. Setze dir auch hier Klammern oder Stecknadeln zur Markierung. Stülpe das Bündchen über den Außensack. Die Klammermarkierungen von Bündchen und Außensack treffen aufeinander und werden gesteckt. Achte darauf, dass die Naht vom Bündchenring auf eine Seitennaht vom Außensack trifft. Zum Schluss wird der Außensack mit dem angesteckten Bündchen in den auf links gewendeten Innensack gelegt und festgesteckt. Nähe alle Stofflagen ringsum mit einem elastischen Stich zusammen. Und kleiner Tipp, beim Nähen wird nur das Bündchen gedehnt. Wende deinen fertigen Pucksack durch die Wendeöffnung im Innensack und schließe anschließend die Öffnung per Hand mit einem Matratzenstich. Fertig ist dein Pucksack! Viel Spaß beim Nachnähen!